Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück auf der nordfriesischen Marsch im Wirtschaftsprojekt Landwirtschaftssimulator 17. So, wir haben unseren Konvoi wieder hier. Ja, sie stauen sich etwas, macht aber nichts, wir lassen sie direkt wieder befüllen und lassen sie auch wieder davonziehen. So, den Wasserwagen, den sollten wir vielleicht gleich mal direkt hier hinstellen. Das machen wir jetzt auch. Ja, dann, Moment, dann parken wir den mal eben hier an die Seite. Zum Auffüllen. So. Hüpfen wir mal in den nächsten. Der Kollege hier entlassen. Haben wir ja gespeichert den Weg. So, der müsste jetzt eigentlich, ich weiß nicht, wie der sich befüllen lässt, ob das automatisch überhaupt geht. Jedenfalls brauchen wir hier nochmal eine Menge Stroh. Hafer, bla, Heu, Gras, Stroh. Stroh ist auch schon wieder voll. Dann machen wir es so. Der hat das Ende der Route erreicht, alles klar, entlassen. So, mit dem Kollegen fahren wir nämlich von hier aus. Und dann ist das hinterher ein Wassertransport. Machen wir mal eben. Wir müssen die Kurse dann nur irgendwie kombinieren. Ich versuch's mal, ob das so funktioniert. Dass der von hier aus. So, wir fahren mal hier rüber, damit auch Platz bleibt. Ob wir die so kombiniert bekommen, dass das hinterher hinhaut. Dann können die ja nämlich erstmal schön ihre Kreise ziehen. Ja, hier im Gegenverkehr ist natürlich schon wieder völlig Banane eigentlich. So, hier brauchen wir einen Wartepunkt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der triggert oder nicht. Beziehungsweise hier stoppen wir einfach. Moment, wir machen das. Ach, jetzt habe ich jetzt. Nee, gut, den löschen wir mal. Das können wir nicht gebrauchen. Das funktioniert nicht. Und wir haben noch den Kollegen hier. Der muss sich auch auffüllen. Wir bräuchten. Ja, wieder. Hallo? Ach, an der Laterne gefahren. Wie der Werner schon in einer seiner Folgen sagte, wir bräuchten mehr Rohre aus dem Silo heraus. Und vor allem brauchen wir noch mehr Kipper. Ja, 100.000 haben wir noch, okay. Ich glaube, ich werde gleich nochmal einen Kipper besorgen. Damit wir Stroh und Gras und so weiter da in den Unmengen hinbekommen, die wir brauchen. So, Hofrinderzucht. Und los geht's. Den Kollegen befüllen wir jetzt. Der kriegt erstmal wieder Gras mit. Gras war hier, glaube ich. Obwohl erstmal Stroh, weil Stroh kommt einiges rein. So. Dann befüllen wir den Kollegen gleich mal mit den Silageballen. So viele haben wir ja nicht mehr. So, alle raus, alle raus. Okay, stopp. Zu weit weg anscheinend. Müssen wir ein bisschen näher ran. Jetzt aber. Ja, dann hat sich das mit unseren Silageballen auch, glaube ich, gleich erledigt. Ist voll. Tatsache, ist schon voll. Aber auf den Anhänger geht ja immer richtig was drauf. Ja, so schnell sind unsere Silagevorräte weg, ne? Gut, die beiden können jetzt erstmal liegen bleiben, die werden schon uns nicht wehtun. So, beenden, beenden,
Und dann kann der auch wieder los. Hofrinderzucht. Jawohl. Auf Wiedersehen. Der kann auch los. Ja, jetzt wäre das halt automatisiert richtig geil. Ups. Ich würde auch hier nur wenden auf die Schnelle. Hofrinderzucht. Und los geht's. Der Wario ist schon da. Okay, jetzt müssen wir die beiden Wasserfiffis los. Die dürften nämlich auch voll sein. Die können wir dann nämlich irgendwie von hier aus starten lassen. So, Hofrinderzucht. Nichts passende Wirkung hier. Ich fahre die jetzt mal selber hier um die Kurve rum, damit die auch aus dem Knick kommen. Und los geht's. Und den Kollegen auch. Ja, jeweils kriegen wir hier mal was hin, würde ich sagen, ne? Achso. Der ist da. Wir haben Stroh drauf. Alles klar. Wir brauchen auf jeden Fall Mischfutter. Das kommt erstmal hier rein. Da ist Gras drin. Dann denke ich mal, kommt Stroh mit ein bisschen Glück. So nicht. In die Mitte rein. Nein, kommt außen hin. Also das ist dieselbe Mischanlage wie auf der Hofbergsee, glaube ich. Die ist nämlich genauso aufgeteilt. Also ich meine, die sieht auch genauso aus, aber hätte ja sein können, dass man hier irgendwie die Trigger anders gemacht hat oder sonstiges. So, der ist auch ratzfatz leer. Dann können wir jetzt mehr zum Hof zurück. Ob der das wohl findet alleine? So, Silage soll auch weitergehen. Fahren wir am besten gleich von hier hinten rum rein. Ja, den hätte ich jetzt. Ach. Ja, ich denke da wieder nicht dran. In das hintere Tor müssen wir. Oh, ich hoffe, ich komme da jetzt noch so rein. War gut, dass ich es nicht eingefahren habe. Bin gespannt, ob wir hier überhaupt. Wahrscheinlich wird eh nicht mal alles reingehen. So. Ablageseite. Bei wie viel sind wir denn jetzt? Silage. 58%. Geht noch. 82. Okay. Fakt ist, wir müssen aber die nächste. Wir müssen auf jeden Fall noch Silage gleich in die Dings schmeißen. So, da kommen sie alle nach und nach an. Das ist doch sehr schön. Entlassen. Und Motorstart. Jawohl. Also wir haben im Moment noch nicht mal genug Silage. Das ist schon ganz schön. Ja. Wie gesagt, wir müssen den Big M in Gang kriegen. Da sollten wir uns jetzt auch gleich drum kümmern, dass der ja die Ballen presst. So, damit der hier schnell abkippt. Die Richtung. Lassen wir die beiden mal eben wieder abtanken. Wasser geht da ja noch ganz ordentlich rein. Aber hier, wir können ja auch schon wieder den Rückweg einspeichern. Jetzt fahre ich auch noch falsch. Wir müssen hier rum. Dann können wir gleich mal gucken, wie viel Wasser denn schon vorhanden ist. Die können wir auf jeden Fall gnadenlos voll machen. Da brauchen wir auf nichts achten. So. 8%. Einer 8%. Wow, krank. Das ist wirklich krank.
Die sollten wir auf jeden Fall komplett automatisieren. Weil die fahren noch ein paar Mal, die beiden. Na, wo triggerst du, Junge? Jetzt. Okay. So, der Wario ist auch schon wieder an seinem Ziel, Mann. Der ist so schnell. Wir müssen es ein bisschen Auto. Ich komme hier gar nicht hinterher, sonst. So, der ist auch abfahrbereit. Wir versuchen das gleich mal irgendwie zu automatisieren. Der steckt im Verkehr, ja, weil der andere fertig ist. Das ist ganz klar. So, jetzt fahre ich aber nicht gleich los. Jetzt würde ich nämlich gerne. Genau. Kursaufzeichnung beginnen. So. Ich glaube, dass es aber eh nicht funktioniert, weil er nicht weiß, was er laden soll. Dann machen wir hier einen Wartepunkt hin. Ich pausiere das Ganze, während wir jetzt hier laden. Stroh rein. Ich mache den Motor aus. Ganz toll. Den müssen wir eh selber beladen. Der kriegt das sonst sowieso nicht auf die Kette. So, die beiden haben wir. Die können da erstmal liegen bleiben. Die bleiben. Blablabla. Meine Güte. Ich sollte das Sprechen neu lernen. Okay, der ist voll. Dann machen wir hier weiter. Das war schon Mist, aber bis hierhin. Und stopp. Okay. Hof, Silo. Wir machen so. Einfahrt, Silo. Das Ganze bitte groß geschrieben. Hallo, Einfahrt, Silo, Ausfahrt. So. Unser HUD wieder an. Dann können wir den jetzt löschen. Und ihn erstmal wieder zum Hof schicken. Zur Rinderzucht. Bitte. Mach mal. So. Dann können wir mit dem Kollegen jetzt hier den Kurs löschen. Den nehmen. Den nehmen. Und los geht's. Und vor allem soll zu warten. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Weil dann wird er uns nämlich sagen, jetzt jedes Mal, dass er da ist. Dann brauchen wir noch aufs Knöpfchen klicken, ihn befüllen lassen. Das ist natürlich so ein Auflieger ziemlich blöd, die Kurve. Weiter, 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 weiter. Und er ist da. Jetzt können wir aber. Muss ich ihn entlassen, ernsthaft? Damit ich ihn beladen kann. Stroh. Was passiert, wenn ich jetzt den Abfahrer einstelle? Okay, hört er auf. Ja, es ist irgendwie doof. Das finde ich. Beladung am Startpunkt. Ja, das wird er hier aber, glaube ich, nicht machen. Da müsste ich mir wahrscheinlich mal die Videos. Ich glaube auch bei Werner, weil er hier mehr Fruchtarten hat, kann das nicht funktionieren, was ich gerne möchte. So, aber wenn er voll ist, kann er weiterfahren. Wo sind meine beiden Wasserfiffis hin? Ach, die entladen, glaube ich, sogar noch, ne?
Und los geht's, mein Freund. Die sollte ich mir mal irgendwie wieder, genau, wiederholen. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier die Möhre gewendet kriege. Und für die muss ich mir dann gleich, für die fahre ich gleich einen komplett neuen Weg ein, jeweils einzeln, glaube ich. Besser ist das. Also auch wenn der Fendt da ist, erstmal muss der andere Wasserfifi los. Genau so. Das werden die nicht hinkriegen. Da muss ich mal überlegen, wie ich das mache, gleich beim wieder wegfahren. Und ich hoffe, dass die automatisch triggern. Hoffe ich. So. Du hast wieder Stroh dabei. Sehr schön. Entlassen. So. Dann sagen wir jetzt erstmal Strohfuttermaschine, ne? Und wir hoffen, dass ich das diesmal hinkriege. So, jetzt rückwärts fahren. Abladepunkt setzen. Sollte hoffentlich funktionieren. Rückwärtsfahren beenden. Ich habe keine Ahnung, ob es geht. Wir werden es gleich sehen mit dem LKW. Vorausgesetzt, wenn der LKW das jetzt überhaupt auf die Kette kriegt. So, und stopp. Futtermischer. Okay, dann fährst du jetzt erstmal auch wieder zum Hof zurück. Dahin, dahin. Los geht's. Was denn jetzt? Hallo, wo willst denn du hin? Was habe ich dir denn für Kurse gegeben? Rinderzucht, Hof, Einfahrt, so. Jetzt aber. Okay. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob der Kollege das kann. Das sind drei kombinierte Kurse. Okay, jetzt lassen wir uns mal überraschen. Gut, das haut nicht hin. Ich weiß nicht, warum das nicht hinhaut. Ist mir noch ein Rätsel mit diesen Abkippsachen automatisieren. Automatisieren ist, oh Gott. Konzentrieren und reden ist nicht mein Ding. Komisch, aber telefonieren während des Autofahrens geht noch. Das kriege ich auf die Kette. So, du fährst dann bitte von da aus nach da und dann nach da. Und los geht's. Müsstest du jetzt ja eigentlich hinkriegen. So, hier ist einer. Der ist leer. Okay, ab. Für euch beide habe ich was ganz Besonderes jetzt, Leute. Ihr kriegt einen eigenen Weg, den ich dann auch selber einfahren muss. Eigentlich nicht mit der Krücke. Und zwar würde ich sagen, ihr parkt euch. Ich habe schon so lange von den Dingens nichts gehört.
Von den ganzen Glas und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, läuft das hier noch? Ich muss das mal im Kontrollieren nehmen. Dazu laufen wir mal wieder ein bisschen schneller. Was ist denn hier los? Ich hab von euch... Aha. Läuft nämlich gar nichts hier. Ich weiß nicht, warum er nicht abbunkert. Irgendeinen Grund wird es aber haben. Und ich werde jetzt mal kurz ihn hier entlassen. Der ist gar nicht eingestellt. Ja, toll, dann kann das auch nichts werden. Moment. Wo ist denn der Ladewagen überhaupt? Wo turnt denn der rum? Ach, hier. Und der ist auch noch fleißig. Okay. Und ich wette, hier die beiden Glasfiffis, die hängen hier auch wieder irgendwo zusammen in der Ecke und machen nicht das, was sie sollen. Den Kollegen, den verstehe ich beim allerbesten Willen nicht. Der hat echt sein Eigenleben, ne? Meine Fresse. So. Da machen wir jetzt mal ein bisschen, ja, ich fahre hier den mal eben noch. Ich muss mal wieder langsamer machen. Wobei, da können wir uns auch in der nächsten Folge drum kümmern. Das war's dann mit dieser Folge, die, ja, eigentlich genauso wie die letzte lief. Wir ballern ordentlich in die Rinderzucht rein. Wir müssen uns darum kümmern, dass wir auch Silage dahin kriegen. Ganz dringend. Alles andere haben wir ja schon vor Ort. Jetzt noch die Silage. Ja, wie gesagt, ihr könnt immer noch eure Kommentare oder eure Meinung, eure Wünsche, Kritiken, was auch immer, in die Kommentare hauen. Gilt für immer. Ist gerne erwünscht. Beachtet nur, ich mache immer Aufnahmesessions, also ich nehme mehrere Folgen auf einmal auf. Ich kann eure Kommentare dann nicht gleich umsetzen. Aber wenn ihr sie schreibt, ich werde darauf reagieren. Ich werde euch antworten, damit ihr das schon mal wisst. Ne? Und damit ihr nicht denkt, von wegen, oh, da macht das ja gar nicht. Also ich werde euch auf jeden Fall antworten, wenn ihr Kommentare schreibt. Nur umsetzen geht dann immer erst in der nächsten Session. Ich danke euch wieder ganz herzlich fürs Einschalten und Zuschauen, fürs fleißige Kommentieren. Und lasst mir doch gerne ein paar Däumchen da, wenn euch meine Projekte gefallen. Und ich sag mal reingehauen. Bis zum nächsten Mal.